Hallo zusammen, ihr seid mal wieder bei derautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Heute haben wir euch den Kia EV6 mitgebracht. Ein Auto, das wir euch bereits vorgestellt haben, aber wir haben nun etwas zu ergänzen, nämlich den Alltagstest. Wir haben das Auto mehrere Tage hier bewegt und wollen unsere Informationen, die wir euch bei der eintägigen Vorstellung gegeben haben, nun entsprechend ergänzen. Was haben wir erlebt mit dem Auto? Wie ist es im Innenraum? Wie fährt er sich? Wie ist es mit dem Tanken? Und ich würde sagen, ganz wichtig ist natürlich das Tanken. Andere würden sagen Laden. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an der Ladesäule an. Wir haben ja hier die Variante jetzt mit dem 77,4 kWh Akku, also dem größeren Akku in der Basis, hat das Akku 58 kWh. Und mit diesem größeren Akku, und hier haben wir ja die Variante mit Allradantrieb, einer Leistung von 325 PS, ergibt sich eine rein theoretische Normreichweite von etwa 500 Kilometern. Aber in der Praxis der letzten Tage hat sich ergeben, ich würde mal sagen, so 350 bis 370 Kilometer bekommt man mit einer kompletten Ladung hin. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir hier laden, weil Laden ist ja das große Thema. Man kann diesen EV6 mit bis zu 360 Kilowattstunden laden. Und das ist natürlich ein toller Wert. Allerdings geht das in Deutschland natürlich kaum an Ladesäulen. Die Ionity-Säulen, die haben die Möglichkeit. Wir hier in Offenburg haben keine Ionity-Säule. Die nächste ist etwa 35 Kilometer von hier entfernt. Also ich erzähle jetzt mal ganz bewusst aus der Praxis, nämlich an der Autobahnraststätte Malberg Ost. Und dort gibt es dann Ionity-Tankstellen mit 350 Kilowattstunden. Und dort würde man dieses Auto dann unter idealen Bedingungen in etwa 18 Minuten von 10% auf 80% laden können. In etwas mehr als 30 Minuten wäre er dann komplett voll. Aber schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Wir haben hier eine maximal 150 kWh Säule, also etwa die Hälfte. Und entsprechend kann man linear sagen, eine Verdopplung der Ladedauer. Also man sieht schon, wie stark sich das bemerkbar macht und wie stark man von der Ladesäulentechnologie abhängig ist. Übrigens, der Kia EV6 ist einer der wenigen, die 800 Volt Technologie beherrscht. Auch das für die Insider wichtig. Also schauen wir uns mal etwas näher an, was wir jetzt hier konkret erreichen. Ich tippe mal das an und dann seht ihr, wir sind jetzt auf über 83%. Eben waren wir noch kurz drunter. Da haben wir real mit 95 Kilowatt geladen. Jetzt sind es noch 65. Sobald man über 80% kommt, geht die Ladegeschwindigkeit, geht die Ladeleistung deutlich runter. Insofern, die meisten E-Auto-Profis laden bis 80%, weil alles darüber hinaus zu viel Zeit kostet. Es sei denn, man hat das Auto zu Hause stehen und Zeit ist kein Thema. Also ihr seht, 63 kW im Moment, und das ist natürlich schon wieder in der Relation zum Optimalwert von 350 deutlich weniger. Also die Abhängigkeit davon ist groß, und ihr seht, wir hier in Offenburg, was nicht wirklich Provinz ist, aber eben auch nicht große Stadt, sind eben abhängig von den Ladesäulen. Und wie gesagt, die nächste optimale Ladesäule 35 Kilometer weg. Und da muss man schon Glück haben, dass man in diese Richtung unterwegs ist, auf der Autobahn, dass man dort eben dann in 18 Minuten von 10% auf 80% kommt. Ich wollte euch nochmal zeigen, ganz schick gemacht beim EV6 übrigens auch, wo man diese Ladepistole ansetzt. Schaut mal hier, das ist perfekt integriert, sieht aus wie auf der Seite hier auch. Also es ist nicht extra eine Ladeöffnung erkennbar, du gehst ums Auto und findest zunächst keine Ladeöffnung. Aber hier gut versteckt, also vom Design her wirklich toll gemacht. Ich würde sagen, ich beende mal den Vorgang hier, halte die Karte vor die Säule und halte an. So, jetzt hat es die Sache gelöst. Ich hänge den Ladehahn, wie auch immer man das Ding nennen möchte, wieder zurück. Und dann seht ihr, wie schön diese Ladekappe
hier ins Design integriert ist, das erkennt man doch wirklich kaum, dass sich dahinter eine Ladestation verbirgt. Vielleicht noch mal zum Laden. Das Laden ist natürlich nicht nur von der Technik her ein Thema, sondern auch vom Preis her. Bei Kia gibt es eine Möglichkeit, die nennt sich Kia Charge, wo man einen Vertrag hat mit Kia und einem den Zulieferern. Und im ersten Jahr ist das Grundgebühr frei. Im zweiten Jahr kostet die Grundgebühr 13 Euro im Monat, wenn man Ionity nutzt. Dann bekommt man allerdings die Kilowattstunde für 29 Cent, was gerade bei Ionity ein richtig guter Preis ist. Normalerweise liegt der Preis, ich meine, irgendwo über 75, 76 Cent. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, denn die Ladekosten werden natürlich immer mehr ein Thema. Übrigens verzeiht, wenn die Hintergrundgeräusche hier ordentlich zu vernehmen sind, aber wir wollten unbedingt an so einer Ladesäule, wollten euch das auch hier zeigen. Und so eine Ladesäule steht natürlich nicht im ruhigen Wohngebiet, sondern die steht in der Regel da, wo Verkehr ist, wo Autos vorbeikommen. Und deswegen verzeiht diesmal bitte, dass es etwas lauter im Hintergrund ist. Ich möchte euch mal noch zeigen, was wir so in unserer Praxiswoche vor allem schätzen gelernt haben an dem Kia EV6. Ein sehr großer Kofferraum von 490 bis maximal, wenn man die Rücksitzlehnen umklappt, 1300 Liter. Also ein wirklich großes Auto, das auch im Gepäckraum wirklich sehr viel bietet. Und ich würde es mal sagen, man kann es gut mit einem Mittelklasse-SUV vergleichen. Darunter übrigens auch noch ein schönes Fach, wo man was unterbringen kann. Tirefit hier drunter, hier noch die Ladekabel und die Fernentriegelung. Hier schaut mal, der Rücksitzlehnen, zack, so leicht funktioniert das. Und dann öffnet sich hier wirklich dieser ganz große Laderaum. Ich zeige euch da nochmal den Kabelsatz hier, alles dabei. Wie gesagt, das ist hier der Kia EV6 in der GT-Line. Über die Preise werde ich euch auch noch gleich was erzählen. Also das war etwas, wo wir gesagt haben, richtig toll. Großer Kofferraum, du gehst einkaufen, alles da hinten rein. Relativ niedrige Ladekante, ein wirklich praktisches Auto. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch vorne mal noch, wie es mit Platz aussieht. Auch da gilt Mittelklasse-SUV-Verhältnisse und wirklich schöne Qualitätsanmutung, ordentliche Materialien. Und jeder, der hier hinten mitgefahren ist, sagt, Mensch, ist da viel Platz. Kopffreiheit ist okay, Beinfreiheit ist okay. Ja, die Sitze sind jetzt ein bisschen weit unten. Man kann die Füße kaum unter den Vordersitz klappen, aber auch hier, wie das gemacht ist, zum Beispiel mit diesem Fach da hinten, wo man eine Zeitschrift oder was unterkriegen kann. Hier noch USB-C-Anschlüsse in den Vordersitzen integriert, von hinten erreichbar, Sitzheizung hier in der GT-Line-Ausstattung. Und ich habe ganz bewusst mal die Rücksitzlehnen hier umgelegt gelassen, damit man sieht, dass es da eine nahezu ebene Ladefläche gibt. Materialanmutung ist zwar hier Kunststoff, aber der fühlt sich nicht schlecht an. Entsprechende Metallverkleidungen. Sieht auch ganz gut aus. Hier Haltegriffe, immer ganz wichtig für Leute mit Angst. Hier noch ein kleines Fensterchen, damit auch da hinten diese C-Säule nicht so breit wirkt von innen, sondern noch Licht reinfällt. Und was mir gefällt, schau mal, hier rechts ist ein Griff. Und da kann ich die Steilheit der Lehne verändern und es richtig bequem sitzen. Und in den wenigsten Autos sitzt man ja wirklich bequem. Das ist hier im EV6 nicht so. Man hat richtig viel Raum und das gefällt mir. Die Durchreiche ist zwar relativ klein ausgefallen, aber ein bis zwei Paar Ski müsste man da gut durchkriegen. Ein Snowboard ist natürlich nicht drin. Aber eine breite Armauflage. Wie gesagt, hinten sitzt man klasse und schaut mal diese perforierten Sitze. Das ist übrigens kein Leder. In dem Auto ist alles vegan. Und es ist überwiegend im Innenraum recyceltes Material verwendet. Übrigens, Kia sagt, 111 Flaschen, 0,5 Liter Flaschen Mineralwasser sind hier, also nicht das Wasser, sondern die Flaschen, sind für den Innenraum, für die Innenraumausstattung verwendet worden. Und ich muss euch sagen, man sitzt auf den Sitzen wirklich gut. Und das fühlt sich so ein bisschen wie Alcantara an. Ist aber, wie gesagt, ein Kunststoffmaterial. Was ich euch schon über den schönen Sitzbezug hinten erklärt habe, gilt natürlich genauso hier vorn. Sehr bequeme Sitze,
auch auf längerer Strecke wirklich bequem. Und dieses wildlederartige, vegane Material ist ein Vergnügen. Man schwitzt da drauf nicht so sehr. Das Material nimmt es auf. Diese Lochung da drin hilft da stark. Sehr schön. Und dann schaut man dieses Display leicht gebogen an. Moderner geht's, wie ich finde, nicht. 32, irgendwas Zentimeter Display. Es ist in der Mitte ja getrennt. Ihr seht das. Tolles Lenkrad. Übrigens auch kein Lederlenkrad, sondern auch hier veganes Material, liegt trotzdem sehr angenehm in der Hand. Alles, was ich über die Bedienung sagen kann, nach diesen Tagen der Testphase, jetzt ein sehr angenehmes Auto. Du sitzt da rein, kapierst alles sehr schnell. Besser kann man das nicht machen. Kia ist für mich da inzwischen die Benchmark, nicht mehr VW. Früher war es mal so, dass ich gesagt habe, ich sitze in VW, kapiere alles. Aber in letzter Zeit, muss ich sagen, hat Kia da wirklich deutlich zugelegt. Ein schönes Beispiel für eine klare Bedienung ist das hier. Schaut mal, diese Bedienreihe hier. Einfach da drauf drücken und du hast eine komplett andere Belegung. Entweder die Klimabelegung oder die Bedienung eben dann von Navigation, Radio und so weiter. Ganz clever, also wenige Tasten, klar, übersichtlich und so muss es sein. Auch hier beim Fahren natürlich alles easy. Da vorne noch eine Sitzbelüftung, wie gesagt, GT-Line hier. Einige Optionen noch verbaut, wie gesagt, auf den Preis gehe ich noch ein. Hier Ladefläche, induktives Laden. Da ist einfach alles, was man braucht. Und wie gesagt, vom Raumgefühl her ganz klasse. Hier ist übrigens noch das Soundsystem verbaut. Das zeigen wir euch jetzt optisch nicht oder lassen wir euch nicht hören, weil wir sonst mit der GEMA Probleme kriegen. Schöne Materialien, du fühlst dich hier einfach wohl. Ich würde mir nur noch ein Panoramadach in meinem Auto wünschen und dann wäre ich hier dringend glücklich. Also wenn du das siehst hier in diesem hier, wie wohl man sich hier in diesem Elektroauto fühlt. 350 reale Kilometer, hier steht jetzt 410 und wir haben 87%. Aber das bezieht sich auf das, was wir bisher so gefahren sind im Schnitt. Wir haben gemischt uns bewegt, also Autobahn ein bisschen, Stadt, Land. Und hier, wenn du natürlich jetzt auf die Autobahn gehst und 130 fährst, kommst mit den 410 nicht hin. Ich schätze, dann werden es 350 sein. Aber in dem Bereich bist du tatsächlich inzwischen natürlich in einem in einer Reichweitengrößenordnung, wo du sagen kannst, dieses Auto kannst du komplett als vollwertiges Familienauto verwenden. Natürlich, Ionity-Säulen gibt es in Deutschland, ich meine, etwas über 400. In Europa 1700 in etwa, das ist nicht die Welt. Aber wenn man seine Reise ein bisschen planen mit diesen Navigationssystemen hier und mit einem Reiseplaner kann man das wirklich gut machen, sollte das kein Problem sein. Also ich würde sagen, das ist Automobilität, Elektromobilität, die man heute wirklich als komplettes Auto schon so für die Familie nutzen kann. Nicht nur für die Stadt. Ich habe immer gesagt, noch zuletzt, ja, Kurzstreckenautos, Elektromobilität, wunderbar. Aber der Kia EV6 und auch sein Bruder, der Ioniq 5, sind in eine Größenordnung hier vorgedrungen, die wirklich, über die man wirklich sagen kann, das ist ein vollwertiges Auto für die Familie oder eben auch für zwei Personen. Übrigens, auch was alles andere angeht, dieses Auto ist wirklich ein sehr praktisches Auto, das allerdings natürlich auch seinen Preis hat. Und natürlich will ich noch mal kurz auf die Fahrleistungen eingehen, dieser Variante hier. Also Allradantrieb, 325 PS in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 und 193 Stundenkilometer schnell kann man damit fahren. Aber machen wir uns nichts vor, wenn man das nutzt, geht die Reichweite ruckzuck in die Knie. Also das sollte man nicht auf Dauer machen. 605 Newtonmeter Drehmoment für die Spezialisten unter euch. Auch das noch ein interessanter Wert. Der Verbrauch übrigens, ja, im Schnitt haben wir in der Zeit jetzt etwas über 20 Kilowattstunden verbraucht auf 100 Kilometer. Aber wenn man dann schneller fährt, geht es natürlich auch deutlich hoch, wie in jedem Benzin- oder Dieselfahrzeug auch. Und nochmal zum Fahren. Das Auto ist sehr sportlich abgestimmt. Sportlicher aus meiner Sicht als der ID.5. Es gibt entsprechend drei Fahrmodi. Es gibt 5 Rekuperationsstufen, wobei die stärkste Rekuperationsstufe das Auto bis auf 0 abbremsen kann. Das ist richtig toll. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber wirklich fantastisch. Sehr direkte Lenkung, also auch das passt zur sportlichen Abstimmung des EV6. Kommen wir zum Fazit. Was lässt sich zusammenfassend über den Kia
EV6 sagen. Für mich eines der besten, wenn nicht gar das beste, zusammen mit dem IONIQ 5, der technisch ja relativ ähnlich ist, Elektroauto, das wir zurzeit im bezahlbaren Bereich haben. Das Auto ist wirklich alltagstauglich. Wir haben es probiert, wir haben es getestet und können das nur unterstreichen. Es ist nicht allein ein Kurzstreckenfahrzeug, sondern mit dem kann man tatsächlich ohne Reichweitenangst auch auf der längeren Strecke unterwegs sein. Zumindest in der Variante. In der Basis kostet das Auto übrigens 45.000 Euro. Dann hat es nur 170 PS und mit der 58 kWh Batterie eben dann auch etwas weniger an Reichweite. Insofern würde ich euch schon den großen Akku empfehlen. Diesen Mehrpreis, ob es die GT-Line sein muss, ist eine andere Frage. Allradantrieb weiß ich auch nicht, würde ich auch sagen, geht auch mit reinem Heckantrieb. Aber ich würde sagen, die große Batterie ist ein Muss. In der Variante kostet das Auto dann etwa 49.000 Euro, noch ohne GT-Line. Und von den 49.000 Euro gehen noch die 9.750 Euro Förderung weg. Also damit liegen wir dann in einem Preisbereich, der, ich würde schon sagen, günstig ist. Man darf nie vergessen, Kia bietet auch noch selbst für das Elektroauto 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. Die GT-Line hier, also Allradantrieb, 77,4 kWh Batterie. GT-Line, Allradantrieb, kostet dann 58.000 Euro in etwa. Dazu kommen noch hier jetzt verbaute Optionen. Ich habe es schon erwähnt, Soundsystem, Assistenzpaket, Designpaket und die Wärmepumpe, die wichtig ist, um den Verbrauch, wenn man heizt, niedrig zu halten. Und so kommen wir am Schluss, ich habe es mir mal notiert hier, auf 63.000 Euro. Aber man muss gut überlegen, was braucht man nicht. Wir stellen euch das Auto hier so vor und können zusammenfassend sagen, der EV6 von Kia ist für uns das Elektroauto des Jahres. Und nicht nur für uns ist der EV6 das Elektroauto des Jahres, auch andere Autojournalisten sehen das ähnlich. Wenn man sich so mal durcharbeitet, durch das, was die Kollegen schreiben, scheint das wirklich der absolute Tenor zu sein. Muss man nur gucken, ob man dieses Auto tatsächlich innerhalb kurzer Frist bekommt. Die Lieferzeiten, das muss man einfach schauen. Vielleicht gibt es fertig konfigurierte Autos und es gibt auch ein wunderbares Mattgrau, das mir sehr gut gefällt. Das Rot ist jetzt nicht so meins, aber das ist Geschmackssache. Also, das war unser Alltagsbericht mit dem Kia EV6 über den Kia EV6, wie er jetzt hier hinter uns steht. Und ich hoffe, interessante Ergänzungen zu den Videos, die wir bisher schon an einem Tag über den EV6 produziert haben und euch über YouTube auch schon gezeigt haben. Falls euch unser Video gefallen hat, hinterlasst gerne euer Like, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, dann werdet ihr immer informiert, rechtzeitig informiert, wenn wir wieder was Neues zu berichten haben. Falls euch der Preis, den ich euch ja eben genannt habe, zu hoch ist, weil euer Konto nicht ganz so voll ist, könnt ihr auch überlegen zu leasen. Da schaut am besten mal bei nullleasing.com vorbei. Die haben immer interessante Leasingangebote, arbeiten mit den Herstellerbanken zusammen, sind also durchaus seriös. Wir sind da sehr sicher. Ansonsten passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Friedbert.